heute kannst du dir auswählen, was für eine Torte du machst. Okay, ich wähle die pinke Torte. Und das Thema ist Babyshower. Aber wie wird deine Torte wohl am Ende aussehen? Oh, ich werde die leckerste Torte aller Zeiten haben. Und oh, wir können sie jetzt dekorieren. Ganz genau, Freunde. Wir werden heute unsere eigene Torte machen. Und ihr seht, wir können hier so ein bisschen rumgucken. Rechtsklick gedrückt lassen, können wir so ein bisschen, ja, so rumscrollen. So nach links und rechts. Und meine sieht jetzt noch richtig hässlich aus. Ja, meine auch. Aber warte mal, wie können wir die jetzt dekorieren? Und zwar steht ja unten, was steht da unten? Ich weiß es gar nicht, was bei dir steht. Einreichen? Nee, entwerfen oder so. Okay, und damit können wir jetzt die, unsere Kuchenschicht ändern zum Beispiel. Richtig, und so. Richtig. Du kannst jetzt zum Beispiel hier, man kann ganz, ganz viele machen. Stufe 1 extra, wir können, du kannst ja ein bisschen so rummachen. Und deins muss ein bisschen babymäßig aussehen. Okay, das Wort Baby ist das Thema quasi. Okay, ich verstehe schon. Okay, warte mal, ich würde sagen, ich mache nochmal neu. Ganz neu. Wo kann ich eigentlich anfangen? Ich glaube, ich gehe nochmal ganz zurück. Entwerfen Stufe 1. Da kannst du bei Stufe 1 so auch ein bisschen aussuchen, wie sie aussehen soll an der Seite und sowas. Oh, da kannst du gar hier die Größe und sowas ändern hier. Ja, klassische Torte mit Schokolade oben drauf. Oh, da kriege ich gleich Hunger, Mann. Freunde, hier zeige ich euch nochmal kurz meinen Merch-Shop. Dort gibt es viele coole Dinge. Zum Beispiel den Mini-Vitamine, die Sandex und Vitamine-Hoodies. Oder auch ganz normale Alltagsgegenstände. Also, wenn du noch nicht weißt, was du dir zu Weihnachten, Geburtstag oder Ostern wünschen sollst, schau gerne mal nach dem Video vorbei. Ja, was denn so eine normale Babyfarbe? Ey, man kann jetzt so viel ändern hier, ne? Ja, es muss auch ein bisschen passen als Babythema. Also, wir haben das Babythema, Leute. Das heißt natürlich, es muss auch zusammenpassen, das Zusammenspiel. Ja, okay, ich gebe mein Bestes, muss ich sagen. Ich glaube, meine Kuchen wird lecker. Ich glaube aber natürlich nicht so lecker wie meins. Ich bin gespannt, muss ich sagen. Ich glaube, ich nehme Kirsche. Kirsche als Geschmack. Baby. Ja, das bei mir ist ein Babymädchen. Okay, bei mir ist noch, sieht man nicht aus wie ein Baby, muss ich sagen. Oh, okay. Das sieht eigentlich auch cool aus. Topper machen wir auch. Oben den Teller können wir nur einen einfachen Teller nehmen. Ah, nee, wir können sogar mehrere Teller benutzen. Okay. Wie viel Zeit haben wir denn überhaupt? Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir haben. Oh mein Gott, ich kann hier einen Riesenkuchen machen. Okay, wir haben Topper, haben wir nur 4 Stück. Ich nehme... Was nehme ich überhaupt? Okay, ich mache eine Geburtstagstorte für ein Baby, okay? Ja, gute Idee. Warte mal, und du kannst übrigens da immer noch viel ändern, ne? Wenn du was raufgemacht hast zum Beispiel, ne? Dann kannst du links noch auf das Zahnrad klicken und dann kannst du die Größe und alles noch einstellen. Ja, okay, ja genau. Oh mein Gott. Okay, es gibt echt viel zu tun, muss ich sagen. Ja! Es muss ja auch eine richtig schöne Torte werden. Ja, ich gebe mir Mühe. Oh, ich glaube, meine gefällt mir bis jetzt gut, muss ich sagen. Ja, meine ist auch okay, Leute. Jetzt gefällt mir sie auch. Nicht zurücksetzen, nicht, dass ich jetzt noch einen Fehler mache. Boah, ja, Leute, könnte man das schon als Babytorte nehmen? Oh mein Gott, man kann die sogar richtig viele davon machen, so wie viele man auswählt sogar. Ja, extra. Ich glaube, Sandy, weißt du was? Ich werde meine einreichen. Hast du sie jetzt schon fertig? Ja, ich meine, ich finde meine süß. Und die erste soll jetzt noch nicht die beste sein bei mir. Ich habe meine eingereicht. Okay, mir fehlt noch eine letzte Stufe. Und zwar hier unten, extra. Und ich kann dir sagen, wie lange du noch Zeit hast. Du hast insgesamt noch eine Minute Zeit. Okay, ich brauche nur noch einen kleinen Baby-Teller, würde ich sagen. Zeit. Oh, die Zeit ist um. Und das bedeutet, der Kuchen ist zubereitet. Okay, jetzt bin ich gespannt, was du gebacken hast. Ich werde meine Torte nicht verraten. Schau dir die ganzen Torten an. Wow, oh mein Gott, das sieht so lecker aus. Oh ja, ich sehe schon. Das ist ja die Babytorten. Und du musst dich jetzt für eine entscheiden. Du kannst hier so ein bisschen untersuchen. Und dann kannst du nach rechts und links gehen. Okay, ich muss sagen, ey, die sehen echt gut aus, muss ich sagen. Die gefallen mir gut. Ich glaube, du musst dich immer zwischen zwei entscheiden, oder? Oh ja, warte mal, ich gebe... genau, zwei Lieblingskuchen kannst du auswählen. Okay, immer zwischen den zwei, ist es wie so ein Duell? Ich glaube, insgesamt haben zwei. Insgesamt ist egal, zwei. Oh mein Gott, okay, warte mal. Die ist auch krass. Leute, die ist süß. Auch niedlich. Ey, wow. Ich habe mich für zwei entschieden. Ich auch. Ich auch. Und meine war die in der Mitte, die kleine, ne? Oh, das dachte ich mir schon. Oh. Oh, okay, die außen, also die in der Mitte außen sind raus. Okay, das bedeutet, ich bin weiter. Ich bin auch gleich weiter. Das bedeutet, nächste Runde, für welche werdet ihr euch entscheiden? Ich nehme die linke, die ganz links gefällt mir. Hm, Freunde, die ist auch cool, aber ich glaube, ich nehme die. Ich hab mich entschieden. Besten. Ja, ich habe mich auch entschieden. Oh, bitte, Freunde, lasst mich noch drin sein, aber ich werde jetzt safe raus sein, oder? Ich bin weiter.
Ich bin auch weiter. Was? Okay, wir sind beide in der Mitte? Warte mal, was bedeutet das jetzt? Wir würden jetzt gegeneinander voten. Also, ich meine, die Zuschauer werden voten. Oh mein Gott. Was? Okay. Ich kann ja nur deine voten. Ey, warte mal, ich vote gar nicht einfach. Ey, wenn du nicht votest, vote ich deine auch nicht. Ja, ich vote nicht. Okay, dann vote ich deine auch nicht. Das ist ja unfair sonst, Mann. Ich glaube, die anderen können aber auch voten, die rausgeflogen sind. Ey, aber wie konntet ihr alle so groß machen? Bei mir gingen die irgendwie nur so klein. Du hast so einen Mini-Kuchen. Vor allem, wie hast du es ins Finale geschafft mit so einem Mini-Kuchen? Keine Ahnung, frag mich nicht. Die anderen sahen doch so krass aus. Ja, vielleicht, weil es was Besonderes ist, weil es gerade so klein war. Ja, das könnte auch sein. Aber wer wird der Gewinner sein? Der Gewinner der Tortenbattle wird sein... Wow. Let's go. Sandy, du hast mit deiner Torte überzeugt. Wow, Platz 1. Und ich bin Zweiter geworden. Wie cool. Oh, schau mal, hier vorne kann man doch mal die Gewinnertorten sehen. Oh, wir sehen hier Platz 1. Okay, bei dir, was hast du eigentlich für einen Kuchen? So Erdbeerschokolade. Erdbeerschokolade. Ich habe halt so schlicht gemacht, weißt du? Ja, aber du hast auch diese Regenbogen benutzt, wie ich, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Das dachte ich mir ein bisschen, für Kinder ist das gar nicht mal schlecht. Ich muss sagen, ich habe aber für den gebaut. Ich fand den sogar echt am besten mit den Gummibärchenhasen. Oh, die sind mir gar nicht aufgefallen. Die sehen richtig cool aus und so schön geschmückt. Aber was wird wohl das nächste Thema sein? Die Liebe. Ja, habe ich auch gewotet. Babyshow hat mir gerade eben. Ich weiß gar nicht, was Monochrom ist. Ich auch nicht. 3, 2, 1, backen! Okay. Jetzt können wir eins auswählen. Vielleicht hast du ja am Anfang was anderes ausgewählt gehabt. Welche hattest du vorher? Das sind ja immer andere. Das sind jetzt wieder andere. War die vorher so vielschichtig schon bei dir vorher? Ja, die war schon von Anfang an so. Ich habe immer keine viel. Ich habe wieder nur so eine kleine. Ich hab auch diesmal. Okay. Ich kann leider, wie gesagt, keine große machen. Aber dafür können wir leckere andere Sachen machen. Viel Liebe, Kirsche. Ich glaube, Kirsche ist so ein bisschen pink, ein bisschen rot. Ja, genau. So rot-pink dachte ich auch in die Richtung. Ja, ich mach rot. Ich mach pink-rot. Du hast recht. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ja, oh mein Gott. Okay, ich gebe mir auf jeden Fall viel Mühe diesmal. Du kannst richtig viel ändern, ne? Man kann die Seiten ändern. Ja. Man kann wirklich alles machen. Skala. Oh, ich mache eine Riesentorte, Junge. Ja, Junge. Okay, du hast eine große diesmal? Ich habe eine Riesentorte, ne? Ich gebe mir viel Mühe. Man kann sogar hier so Schmetterlinge, Glitzer, man kann so viel ändern, ne? Das ist echt verrückt. Ich bin gerade bei den... Was ist das hier überhaupt? Die seitlichen Sachen. Ja, okay. Also dich... Oh! Du dekorierst von außen. Ja, und so... Oh, ey, wenn ich das sehe... Kriege ich direkt Hunger, ne? Das sieht echt lecker aus, muss ich sagen. Aber es muss auch zum Thema passen, ne? Ah, ich habe so Hunger. Ey. Oh mein Gott, okay. Ich glaube, das gefällt mir gut. Die Farbe lasse ich jetzt hier. Okay, dann sieht man das so ein bisschen weniger. Gefällt mir eigentlich. Kekse? Was soll ich raufmachen? Süße Sachen? Kekse oder irgendwas mit Herzen, ehrlich gesagt? Ja, ich suche auch schon, ob es irgendwas gibt mit Herzen. Es ist wenig, ne? Ja, ist nicht so einfach, muss ich sagen. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Zeit wir haben. Oh, ich habe sogar so einen besonderen Teller, weil ich gerade gewonnen habe, freigeschaltet. Okay, warte mal, wir nehmen das hier. Das passt auch hoffentlich. Okay, das lassen wir auch mal so. Hier haben wir nochmal... Okay, das hatten wir, glaube ich. Oder hatten wir das schon? Ich weiß gar nicht, ob du kannst sogar die Tellerfarbe ändern. Kannst auch ändern. Meine wird richtig pink, lila und so. Ja, ich glaube, das wird aber bei vielen sein. Okay, ich glaube, ich bin fertig, muss ich sagen, ehrlich ich gesagt. Ich glaube tatsächlich, ich brauche auch nicht lange. Ich mache so eine richtige Mädchentorte. Ja, ich habe leider kein Herz oder sowas gefunden. Schade. Sandy, das ist jetzt dein Problem, ne? Nicht meins. Ja, man kann hier so Herzen freischalten aus der Kiste oder so, aber ich habe nicht genug Münzen. Ich glaube tatsächlich, hier passt auch wieder eine Erdbeer oben drauf, ne? Ja, Erdbeer geht immer. Erdbeer, ich muss sagen, ich liebe auch Erdbeeren dazu. Ich meine, du kannst ja auch verschiedene Topics drauf machen, theoretisch, ne? Ja, ich mache aber wieder einen Erdbeer, muss die ein bisschen so in die Mitte machen. Wenn die nicht in der Mitte ist, dann sieht das ein bisschen komisch aus. Ja. Wenn du fertig bist, kannst du ja, ich glaube, abgeben. Ich glaube, dann geht die Zeit auch runter erst dann. Ja, Leute, ich bin fertig. Ich werde jetzt einreichen und meine Torte mit extra viel Liebe. Bist du sicher? Natürlich. Okay, ich reiche auch meine Kuchen ein. Okay, let's go. Und was? Wir waren bei den letzten wieder. Oh, wir haben uns zu viel Zeit gelassen. Ey, aber vielleicht ist dann unsere gerade gut. Okay, aber lass nicht sagen, okay, genau, wir lassen nicht sagen, auch wenn du raus bist. Okay, wenn du raus bist, kannst du eh sagen, aber wenn du noch drinne bist, nichts sagen. Ja, okay. Nur wenn man rausfliegt, sagen. Ja, nur wenn man rausfliegt. Oh, jetzt, okay, wir müssen erstmal alle Torten inspizieren. Okay, die sehen echt ähnlich aus, ne, alle. Ja. Die sind riesig, die Torten, ne? Oh, wir haben so viel Auswahl. Es gibt echt coole, muss ich sagen. Ey, da hat sogar wirklich immer eine Herzform. Okay, Herzform. Ja, hier ist eine Herzform, die kriegt ein Like, glaube ich, von mir. Oh, hier ist noch eine Herzform, kriegt auch ein Like. Hier sind drei Herzformen. Ich glaube, wir sind echt schöne dabei. Ah, du kannst drei Likes übrigens geben, ne? Auch, weil es diesmal mehr Kuchen sind, glaube ich. Ja, ja,
er. Freunde, es sind einfach insgesamt 9 Kuchen. Nee, Quatsch, ich glaube, diesmal habe ich keine Chance, glaube ich. Entschuldigung, es sind 8. Und? Okay, okay. Bist du noch drin? Ich bin noch drin. Ich bin auch noch drin. Aber ich glaube, die Konkurrenz ist diesmal sehr gut. Ich glaube auch. Ich glaube, diesmal habe ich ein echtes Problem. Ich bin ehrlich. Oh, es gibt so viele. Okay, diesmal können wir 2 Kuchen auswählen. Ich glaube, zwischen den 2 ist es sehr schwer. Mir gefallen die beiden sehr gut. Ja. Aber die hatten mehr Details. Ich lasse es mal so. Ich habe meine 2 Lieblinge ausgewählt. Und weißt du... Ich will sehen, ob wir weiterkommen, Freunde. Kommen wir weiter? Und ich bin weiter. Okay, ich bin auch weiter. Oh, okay, Sandy, jetzt kommen wir zum Endsport. Könnt ihr mir vorstellen, welche deine ist? Okay, wieder 2 Kuchen, ne? Ja, wieder 2 Kuchen und danach kommen wir zum Grande Finale. Okay, ich habe mich für 2 entschieden. Okay, Freunde, bitte lasst mich noch eine Runde weiter sein. Ich bin weiter. Ich bin auch weiter. Was? Hä? Wir sind schon wieder bei dem Finale. Das kann nicht sein. Hä? Leute. Also die anderen rausfliegen die ganze Zeit. Bitte, votet alle für meinen Kuchen. Bitte, Leute. Den großen. Okay. Ich muss sagen, ich habe ehrlich gesagt nicht mal einmal gevotet für deinen. Ich auch nicht für deinen. Hä? Ich fand die anderen viel besser, den Herzen. Keine Ahnung, frag mich nicht. Ich hab mein Kuchen aussieht. Ich habe einfach so viel Designs reingeknallt, wie es nur geht, ne? Ja, das sind Blumen, Erdbeeren, ich hab so Kirschen, die so runterlaufen. Seht ihr das, Leute? Liked alle die Rechte. Liked alle die Rechte. Bitte, bitte, bitte. Bin gespannt. Okay, Leute. Wir waren wieder im Finale. Holst du dir den Back-to-Back-Win? Oh mein Gott. 2 Mal hintereinander? Ich hab ihn. Yay, du hast gewonnen. Badaboom, badabam. Leute, okay. Ich bin der Winner. In Chicken Dinner. Okay, jetzt haben wir beide einmal gewonnen. Nicht schlecht. Yeah. Sandy, ja, unsere beiden sind die Besten. Obwohl ich sagen muss, der Platz 3 hier, das war mein Favorite. Ja, ich habe auch für den gebaut. Guck mal, der hat so pinke Schleifen. Ja, der sah richtig gut aus. Okay, guck mal, wir sind jetzt Kuchenlehrlinge mittlerweile. Siehst du es über unsere Namen? Ja, stimmt. Wir sind jetzt etwas besser geworden. Okay, let's go. Spielen wir noch eine Runde. Ich habe jetzt einfach Kürbis genommen. Ja, ich nehme auch Kürbis als nächstes Thema. Kürbis hört sich gut an. Kürbis ist orange. Und ja. Orange ist immer cool. Mal was anderes. Und es geht los, Sandy. Ab in die Backstube. Okay, diesmal müssen wir einen Kürbiskuchen uns auswählen. Oh, dafür habe ich jetzt... Von der Größe her habe ich jetzt einen coolen. Ja, ich habe einen zweistöckigen. Macht man den jetzt so ein bisschen Halloween-mäßig? Ja, wie du willst. Du musst kreativ sein. Ja, ich weiß. Wie kann ich jetzt die Farbe hier an sich ändern? Ja, du kannst wirklich alles ändern. Es gibt nichts, was du nicht ändern kannst, glaube ich. Ja, okay, Leute, wir machen jetzt alle Farben bei mir ein bisschen... Ich passe es auf Kürbis mäßig an. Ja, ich suche auch schon gerade irgendein gutes Topping hier, was es so alles gibt. Ich meine, Erdbeere hatten wir ja gerade eben schon gehabt, ne Erdbeere. Lass mal was anderes nehmen diesmal. Es ist gar nicht mehr so einfach, das immer alles zu finden. Ja, ich meine, Schokolade gibt es auf jeden Fall schon coole Items hier. Okay, kann ich nicht irgendwie so eine Halloween-Sache bekommen? Keine Halloween-Sachen. Nein, ich habe auch keine Halloween-Sachen. Vielleicht, du kannst ja auch so Süßigkeiten machen von Halloween vielleicht. Ja, bin ich schon dabei. Aber ich sag dir nur, Halloween wäre auch cool. Ja, das stimmt. Es ist sogar, ich finde, es ist schwieriger, wenn man mehrere Sachen machen muss. Ja, okay, ich glaube, ich habe aber was Cooles, glaube ich, schon. Ja, das kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Ich beurteile erst... Du kannst auch die Farben ändern, ne? Ja, ich mache das die ganze Zeit, ehrlich gesagt. Ja, okay, also kannst du... Hast du das vorher nicht gemacht? Doch, weil du meinst, du findest keine Halloween-Items. Hey, ich glaube, meine sieht bis jetzt eigentlich, glaube ich, ganz gut aus, muss ich sagen. Diesmal mache ich wieder nicht so viel. Ich will die schon ein bisschen schlicht halten. Ja, okay, ich bin jetzt gerade bei Stufe 2 gerade. Bei Halloween gibt es Süßigkeiten, ne? So Süßes oder Saures, sagt man doch immer. Ja, stimmt, das ist eine gute Idee. Ja. Daran habe ich gar nicht gedacht. Okay, wir machen hier... Habe ich überhaupt Süßigkeiten? Ich weiß gar nicht. Ich rauche gerade schon. Kekse. Ja, doch, hier, boom. Das lassen wir so. Kekse habe ich auch gerade gesehen. Kekse sind immer gut. Ich meine, wer liebt keine Kekse? Okay, ich habe meine Torte, glaube ich, fertig. Was, du bist jetzt schon fertig? Naja, noch nicht ganz. Ich glaube, ich lasse meine so. Ja, ist okay. Wie sieht deine aus? Ich bin noch dabei, muss ich sagen, gerade. Okay, topper. Machst du wieder irgendwie auf einen coolen Tisch? Ich bin noch nicht so weit. Ich bin noch nicht beim Tisch, ehrlich gesagt. Okay, okay, aber ich komme jetzt gleich zum Tisch. Junge, es gibt so viel zu tun, ne? Ja, das stimmt allerdings. Oh, ich glaube, ich habe was Cooles hier, aber muss sagen, meins gefällt mir eigentlich ganz gut. Junge, wir waren jede Runde bis jetzt im Finale. Ja, ich weiß ja, ob es aber diesmal auch ausreichen wird. Also ich bin ehrlich, diesmal werde ich es nicht schaffen. Ich bin wirklich ehrlich.
Ich denke nämlich, Freunde, dafür haben wir diesmal ein bisschen jetzt nicht das Optimale getroffen. Aber wisst ihr was? Wir machen jetzt noch oben noch mal ein bisschen was anderes hier, so von der Farbe her. Und dann die anderen sind schon fertig, schon die ganze Zeit. Die denken sich wieder, ey, was machen die zwei? Ich reiche meine Torte ein, Leute. Was sagt ihr? Schreibt gerne mal in die Kommentare von 1 bis 10 Punkten, wie ihr sie findet. Und boom! Okay, nicht schlecht. Und da sind unsere Kuchen! Wow, es gibt, oh, die schwarzen sehen cool aus, man, schon links. Ja, man erkennt direkt, welches deins ist, in der Mitte rechts. Ja? Ja, sicher. Und ich muss sagen, das sieht cool aus. Ich muss sagen, ich muss einfach den schwarzen wählen. Daran habe ich gar nicht gedacht, an so diesen Look, cool aus. Ja, stimmt. Ich habe 3 ausgewählt, 3 zumindest, die mir gefallen. Rechts, guck mal ganz rechts, gehört die Fledermaus zum Kuchen oder gehört die dazu zur Map? Oh, ich glaube, die gehört zum Kuchen. Nee, ich glaube, die gehört zur Map, oder? Da unten, ja, ah, nee, ja. Die gehört zur Map. Okay, Freunde, sind wir weiter? Ja, ich bin weiter auf jeden Fall. Du auch. Okay. Ja, nicht schlecht. Okay, ich glaube, wir sind immer in der Mitte, kann das sein? Ich habe ganz links den gewählt und der ist sogar leider raus. Ich habe den zweiten gewählt. Wie kann das sein, dass wir immer in der Mitte sind? Ja, war gefühlt, ja. Ich glaub, er bekommt von mir ein Like. Ne? Du hast auch ein Like und der. Also, ich habe sogar auch, ich habe dir auch ein Like gegeben. Sogar danke, danke, Runde. Also du bist auch der Linke in der Mitte. Ja, ja, tatsächlich ja. Ich habe auch viel orange gearbeitet. Okay, aber die anderen passen gar nicht zu Halloween, muss ich sagen. Nee, eigentlich nicht so richtig. Also Pumpkin, okay. Also es heißt ja nicht Halloween, aber es heißt Pumpkin halt, ne? Ja, okay, die Pinken sind ausgeschieden. Pürbis heißt ja nicht gleich immer, dass es Halloween ist. Ey, Sandy, wenn wir jetzt beide wieder ins Finale kommen, dann wird's crazy. Ich meine, wir können, ich muss ehrlich voten, ich finde deinen wirklich am besten. Guck mal, der gefällt mir nicht, der Pinke. Ja, ich habe auch deinen genommen und den schwarzen. Ja. Ja, der sieht auch cool aus. Ich glaube auch tatsächlich, der blaue wird jetzt rausfliegen. Ich glaube, also der schwarze wird jetzt, glaube ich, sogar gewinnen. Oh, nein, ich bin raus! Nein! Okay, okay, der schwarze aber vielleicht. Vielleicht bin ich dritter Platz geworden wenigstens. Oh, ja, das könnte sein. Ich habe dir immer meine Stimme gegeben. Wir werden schauen. Und ich will vote meine deins. Leute, ich hab Lebkuchen, ich habe Kekse. Easy. Ich hab alles. Ich vote ihn einfach gar nicht. Ey. Ja, er macht das nicht. Ich glaube, du wirst gewinnen. Alle werden für dich voten. Wir werden den Gewinner ermitteln. Und es ist... Krabbelbürbel. Yeah! Yeah! Ey, Macarena, au! Ich bin Dritter geworden! Okay, sehr gut! Wow, Sandy, jetzt habe ich richtig Hunger, du auch? Oh yeah, lass uns jetzt erstmal einen Kuchen snacken. Ganz genau! Leute, schnappt euch einen Kuchen, like gerne das Video. Wenn ihr noch einen zweiten Teil sehen wollt, lasst es uns wissen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen beim neuen Video. Bis dahin, tschüss! Tschüss!